It's used to determine when the porcelain was fired. The bowl was created during the late Ming Dynasty, somewhere between 1368 and 1644. So it should be between 647 and 371 years old. I guess that's about right. But unlike the bowl I examined this evening, this thing here is less than 5 years old. So where is the original? Hey, where is it? Jetzt will das auch noch wissen. Yes, ich keine Ahnung. Say. Start talking. Was willst du machen? Mich foltern? No one else. Appreciate you coming down, Miss Tran. We'll keep you informed. Matthew Thompson, I am arresting you on suspicion of armed robbery. What the fuck? You do not have to say anything, but it may harm your defense if you do not mention when questioned something you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. Look, I really don't know where it is. Tell it to your solicitor. Ich glaube, wir sitzen im Gefängnis. Copy that, 721. Please hold until further notice. Where are you taking me? CID at Knightsbridge. They want you to talk them through the robbery. Komm mal jetzt irgendwie raus. If you want my advice, I'd help them do it. Ich würde jetzt ausbrechen. A few plus points on your record. Get a year or two off your sentence. Can't believe it's come to this. Where did I go wrong? Where did I make the wrong choice? Tja, wird nicht zur Polizei gehen sollen. Wie man's macht, macht man's verkehrt. Warte mal. Die Choice? Au. Was ist jetzt los? Wir haben neue Freunde gefunden, so wie es aussieht. Wähle weise, 12 von 14. Freigeschaltet. Oh, wo sind wir denn? Where is it? I don't know. But I don't know where it is. We've all had a very long night. If you don't come to your senses, I can assure you that yours will become even longer. Taba, 唔好意思，咁夜做上嚟，我知咪隔篱问嗰个女人，仲未有人讲。你令我好失望，个碗系我哋噶。 Der Papa scheint ja erfreut zu sein. Aber was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung. Where is the ball? I haven't got it. Lies. The police informed us, the rightful owners, about what we've done. Where are you hiding it? Oh look, I haven't got your fucking rice ball. Die Polizei hat die informiert. Okay. Now for the final time, where is the bowl you took from the auction? Not the copy you brought to the police. The original. The original bowl that you stole, where? You've got the wrong guy. Oh. Schöne Waffen. What the fuck is that? We know where the bowl is. You and your lady friend. Next door. Both of you know. One of you will tell. What have you done to her? So you admit to your partnership with her? No. I never met her before tonight.
Okay, I was part of the robbery, but it wasn't my choice. I don't know anything about fakes or forgeries or anything else for that matter, okay? As far as I'm concerned, the bowl in my pocket was the real bowl. Geh komm her. Was sagt er? Gut, er wohnt hier. Nee, muss man auch hin, ne? Gong! Hey, bin da! I don't understand what the fuck you're saying to me. Bowl equals pain. Oh. The longer you have bowl, the longer you have pain. Very simple mathematics. Jetzt fangen die auch mit Mathe an. Fuck! Fucking hell! Look, I haven't got your fucking rice bowl, okay? Oh. Fuck! Das tut schon mal hingucken weh. I don't care if you have it or your girl. The bowl is ours. Das bestreite ich nicht, dass sie euch gehört. The other is punished. The classic prisoner's dilemma. Game theory first term. Whatever I tell them lives or dies on what Mei Ling tells them, and vice versa. If our answers are inconsistent, one of us dies. Choose. What? Choose punishment. Know your fate. Wähle dein Schmerz. Ich nehme das Kurze. The short one. Quick death, but painful. Dagger does not go in far, but when it's removed, the barbs tear the intestines. It's threatened. Death comes within an hour. I thought you said it was quick. Where is the bowl? The original bowl. Immer zu scherzen aufgelegt, der Mann. Can I trust her to be reasonable? Auch in Stresssituationen. Or will she keep quiet? Because if she does that, she dies. Ich rette mich mal selber. Okay. Okay. I'll do it. I'll get you the bowl. So your memory returns? I wish. Where is it? I can't tell you. I have to go and get it for you. Not good enough. It's the only way you're gonna get it. Was sagt er? Fingerchen gerettet. Was sagt er? Ich interveniere doch mal. No, it should be her. She should get it. Keep me instead. It's decided. You bring us the ball. If you fail, she dies. Ich gehe ja schon. Lass die Waffe stecken. It's Pa. He's the one who fucked us. He fucked us all. How do you know that? Because I'm the one who forged the copy for him. Oh, fuck me. Enough. Time to go. I didn't mean for any of this to happen. I'm sorry. Where's the original? I don't know. Okay. Pa. I have to make this fucker pay for what he's done to us. What the hell is he playing at? Rich fucking bastard. Interessante Übersetzung. Was zum Teufel tue ich für rich fucking bastard? What the fuck am I doing? Am I really doing this?
Kann es sein, dass die Untertitel gerade nicht hinterherkommen? Alright. Just keep walking. Just keep moving. Fuck, I really have no time for this. Oh, Polizei. Ne, ich hatte schon genug mit denen. Da möchte ich jetzt nicht in die Schlägerei verwickelt werden. Hey. You. Ich bleib immer noch ruhig. So, bus stop this way, mate. How the fuck should I know, smoke boy? Ich bleib mal ruhig, die Polizei ist hinter uns. Honestly, mate, I've got a bus to catch, alright? You got a bus to catch, haven't you? Like a limousine, if you ask me, smoke boy. For the police. That's okay. Die müssten sich jetzt wundern, dass ich draußen rumlaufe, die Polizisten. Die müssten mich halt suchen, weil ich ja eigentlich nicht im Gefängnis angekommen bin, wo ich hin sollte, ne? Und die kommen jetzt nicht hinterher, weil die sehen doch, dass ich jetzt erstmal okay. Blimey, that guy literally choked me. Jetzt renn mal weg, Matt. Shit. The auction guy Jeffrey nearly strangled. He had access to the bowl after the expert on stage had it, right before we stole it. Right, how do I find him? Warum rennt er nicht noch weiter? Wieso hat er die alle bei sich im Handy gespeichert, die Nummer von den Auktionstypen? Oder ist das gar nicht sein Handy? Das entzieht sich jetzt mir in meiner Kenntnis. Also die Choice haben mir keinen gegeben, kein Handy. Das ist jetzt ein bisschen irgendwie ein Logikloch. Hi, I'm really sorry to call this late, but is Sebastian at home? Who's speaking, please? It's Stan from work. I heard he was in an accident. Is he alright? Is he at home? No, no, he's not. He's been taken to the hospital. There's a serious concussion. It's horrible. I'm really sorry to hear that. Where did they take him? They took him to St. Thomas's, but they won't let me visit until the morning. St. Thomas's, thank you. I'm really sorry this happened. Don't worry, it's not your fault. I'm sorry though. Alright, let's pay this poor guy a visit. So, und das scheint sich jetzt wieder so zusammenzufügen wie beim letzten Mal, dass wir jetzt ins Krankenhaus gehen, aber diesmal ohne May, diesmal alleine. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wähleweise, 13 von 14 Kapitel freigeschaltet. Hi. Grüß dich, ich bin's wieder. You work here. As you can see. Weren't you supposed to be going out? The night somehow started badly. I'm sorry you got involved. I'm sorry you did. What brings you here? I'm here to see someone. Can you tell me what room Sebastian Leclerc's in, please? Is he here? I'm sorry, I can't help you. Du hast gesagt, ich habe einen Gefallen bei dir gut. It's just a room number. Look, I know you wanted to help me out tonight, but I can't give you information about the patient. Du Verlogene, du. So he's here. I shouldn't have even told you that. Just 5 minutes, please. Shit. Seventh floor, room 703, and if you get caught, I've never seen or heard of you. Was für eine... Was liest sie denn da Schönes? Irgendwas mit Herz? Level 3. Okay. Up, please. Ach, guck mal er wieder hier, du. Mit seinem Tittenmagazin. Ich hab ein Déjà-vu. Na ja. Adult. They won't let me use the internet. Aber das geht noch, ne? Oh my god. That's how we got the Torpedo bereit und geschmiert, du.
Und da ist er wieder. Evolution steht auf dem Bett. Was haben wir? 5:30? Kuckuck, ich bin's wieder. What are you doing here? I'm here because of the crimes committed at Haynesworth tonight. You shouldn't be here, nurse. Nurse! Now you listen to me, mate. I'm a peaceful man, okay? I do not want to hurt you. But if you try that shit again, I swear to God, the bits of you at heart are gonna get a whole lot worse. Do you understand me? Do we have a deal? Yes. Good. Now tell me about your deal with Samuel Parr. I know you replaced the porcelain rice bowl with a forgery. That's a lie. Ich blüffe mal weiter. Was war das letzte Mal? Perhaps have a little gander at the surveillance footage with them. They've already seen the footage. Of the robbery, maybe. But what about the footage of you after you left the main auction room? Of where? Im Fahrstuhl. The elevator? Da haben wir ihn ja noch gesehen, there's oder? No footage from there. No, but that's what you switched him though, isn't it? And a camera must have seen you. Even if you view back to it. And if people know the truth, be clear to see what you were doing. Dad, what do you want? What do you want from me? Where's the original? Does Paul have it? If I tell you, you have to promise to tell no one about me. You're kidding, right? If you don't promise, I tell you nothing. Time for this, mate. Just you and me now. Now, where's the fucking rice bowl? It's the last time I'm gonna ask you nicely. Okay. Okay. I swapped it in the elevator. The original with the forgery, and I hid it. The cabinet. Paul's cabinet had bought an auction. There was a secret compartment in it, right? Yes. Is that where it is? Is the bowl still inside? I don't know. This is the truth. The security took everything to the safe storage after the robbery, and they brought me here to the hospital. Safe storage? So it's still inside Haynesworth? Yes. Oh, painkillers, thank Christ. Wovon hat der Schmerzen? Okay. Daumenschrauben. Was ever here, right? Yes. And you never heard about a hidden compartment. Get what's in. Yeah. Connard. Connard. Was heißt das? McDonald's Double, was stand da? Ich krieg gleich Hunger. Schon wieder Polizei. Ich krieg Paranoia. Ja, also wir sind da wieder. Obwohl wir es nicht wollten, reingezogen worden. Ich habe alles versucht, um da wieder rauszukommen aus der Sache. Aber ihr seht ja schon, selbst Weissagen bringt nicht viel. Die Polizei hat an sich geglaubt. Die Choice glauben uns auch nicht. Und jetzt sind wir wieder ein paar, wie letztens. Aber das ist anders. Nein, wir sind wieder bei Haynesworth. Okay, das ist gleich. Ich gehe zum Fahrstuhl. Mr. Quinn, da hat er den Namen her, okay. Lift going
Ich fahre jetzt einfach mal nach oben. Weil jetzt wissen wir schon, was jetzt kommt, wissen wir ja schon. Der Fahrstuhl hätte nicht funktioniert. Er hat gesagt, der Ausweis nicht, deswegen er wieder. Jetzt geh mal da rein, Kollege. Komm mit. So, das kennen wir ja schon. Dann gehen wir am Computer. Dann kommt der eine Typ da reingelatscht und sagt dann, was machen Sie hier? Und dann sagen wir, Mr. Quinn hat uns reingelassen. Jetzt weiß ich auch, wo er den Namen hat. Den hat er gerade im Empfang unten gehört. Na, guck mal. Da ist die Reitschüssel. What the hell do you think you're doing? Your colleague let me in. Who? Mr. Quinn. Mr. Quinn. Interessanter Stadtmann. Und der hat gesagt, College. Also hier, dein Kollege hat mich reingelassen. Okay. Okay, komm, wir machen jetzt mal weiter. Das wissen wir ja. Oh, yes. Das ist Kabinett. Die Kommode. Waren 7 steht da. Okay, wenn 7. Going down. Ja. Was wir jetzt machen, wir fahren jetzt unten ins Parkdeck. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Ground floor? Ja. Copper. Nein! Ah, Erdgeschoss. Picking up. Mr. Quinn sent me down. Oh shit. Do I look shifty? Mach nochmal weiter. Ich mache ihn nicht fertig. The car park's just through those. Ich hätte einen runter machen müssen. Okay, das ist wie letzte Mal. Entschuldigung. Nee, wir sind richtig. Wir sind richtig. Da hüpfen wir jetzt rein. Aber das ist Van Nummer 5. Wir müssen Van Nummer 7 rein. Ja, 7. Lauf. Weil da stand ja im Computer drin. Kommode, wenn 7. Genau, und wir wären jetzt, bei der Entscheidung sind wir da jetzt reingegangen, wo der an der Schranke war. Ja, das ist ja gleich. Der Mauszahl stört hier. Der Mausfall, nicht die Mauszahl. Handy wieder. Mailing. Komm, ich lehne ihn mal ab. I mean, I never met you before tonight, mate. Okay, jetzt steigt er aus. Das ist wieder neu. What the fuck is this? Ruf sie an. Weil wir haben die Schüssel ja. Ma'am. Yeah, what's going on? Have you got the ball? Yeah, I've got it all right. I'm on my way to you now. Listen to me. Don't bring it here. What are you talking about? They're gonna kill you. They're going to do that anyway. The toys still think we're responsible for this. We need to prove to them that this was Pa's plan right from the start. What? Go to Pa. We need him to admit. Falsing her. 你懂我奉开你的手. Mei. Mei Ling. Fuck. Geh heim. Komm, wir gehen zu Pa. Do what the girl says.
Primrose Hill. Geh heim. Got a delivery from Mr. Parr? Thank you. Just sign anyone at the bottom, please. Der stand doch gerade direkt hinter... Hä? Der muss doch den Okay, das ist ein kleines Logikloch. Good morning. Have an appointment with Samuel Parr? Oh, Mr. Parr does not receive guests before 10 o'clock. Oh, he want to see me. And he want to see me right now. Wait here. Das wäre eine Logiklücke, ne? Weil der Typ vom Transporter müsste ihn doch gesehen haben, weil er ist doch aus dem Wagen und gesagt, hey, zum Teufel und so. Naja, guck mal erstmal weiter. So, jetzt muss ich ein paar Sachen anders machen, die wir letztens gemacht hatten. Who are you? Das ist die Kommode. Ich bringe dir da eine Reisschüssel. I need to tell you that unfortunately Mr. Leclerc failed to carry out his task. What the hell are you talking about? The bomb that was taken from Hainsworth tonight was a real one. Audrey never left that compartment. Where is it? Where is it? Aber diesmal gebe ich sie ihm nicht. Nee, leg sie auf den Tisch. Hier. Take a look. So viel zum Thema, ich geb sie ihm nicht. This is the copy. Don't think it was so stupid to come in here with the real one, do you? How did you find out? I think Maylin can recognize her own work when she sees it. You paid her to do it. So oh Mann, was habe ich letztes Mal gemacht? Even with the choice still on the rampage. You think I'm worried about that? Yeah. Yeah, I do. Then let's find out. Lass ihn. That would be unwise, wouldn't it? Not with the choice on the rampage. Mm. Smart move. Now, where is my original? Mailing has it. Oh, Errungenschaften. Guter Märchenerzähler 2 von 4, guter 2 von 7 und die List awesome. Freigeschaltet. Mr. Parr? Clever little girl, aren't you? Not just a pretty face. We did just a little deal. How much? Half the selling price. 6.25 million. I'd consider keeping the copy for that. Then I might consider telling the choice. You fucking little bitch! Don't get on your high horse, Samuel. You tried to kill us all in that car crash. Ach, guck mal. And what about your bimbo? 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 He's going to watch you transfer the money into my bank account. Then he's going to walk out of there and bring you the original. It's done? It's done. Now get me my original. Okay. My friend is going to fetch her for you right now. What the hell? Mate, he knows. Are you outside the house? Mate, get out of there now. Oh, die Choice wieder. Hi. This is the bowl that Paul tried to steal from you. This is yours. It's got nothing more to do with this, all right? Just wait! Mailing! Help me! Please! Also die Mailing hat mit dem gemeinsam... okay, hat einen Deal mit ihm gehabt? Discuss the nature of Chinese heritage. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind aus der Sache halt rausgekommen. Plan. What were the chances? Fuck the chances. That's what I say.
Was passiert jetzt? Polizei. Theoretisch. Also da habe ich letztes Mal gar nicht so falsch gedacht, ne? Ja, das war Late Shift. Also einfach nur geil, das Spiel. Ich, oder der Film, wie man es will. Ich mag sowas, ne? Und aber was ich mir echt gewünscht hätte, wäre wie sowas über Life is Strange, dass man dann sagen kann, so, man hat eine Entscheidung gemacht und kann dann zurückspulen zu der Entscheidung und man macht dann eine andere. Weißt du, hätten sie hier mal machen können, dass man dann immer bei jeder Entscheidung so einen Punkt gesetzt hätte, wo man, nachdem man fertig gewesen ist mit dem Spiel, immer wieder zu dem Punkt zurückspringen konnte und sagen konnte, so, okay, ich möchte jetzt eine andere Entscheidung treffen, weil du musst dir immer wieder den Film von vorne angucken, die ganzen 80 Minuten, wie viel sind das jetzt schon wieder? Eine Stunde 10, okay, jetzt. Letztes Mal waren es, glaube ich, 1,20. Wir haben jetzt ein paar Sachen ausgelassen. Das Hotel ist zum Beispiel jetzt weggefallen, weil bei Polizei gewesen sind. Und auch der... Wir waren bei Mr. Wu nicht gewesen. In der Realität lebt Mr. Wu jetzt, weil wir ja nicht bei ihm gewesen sind. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's. Wie gesagt, wenn nicht, wer die anderen enden... Da gibt es nur noch, wie viel haben wir jetzt freigeschaltet? 2 Stück. Es gibt da insgesamt 7, also 5 hätten wir noch. Aber die will ich jetzt mit euch nicht machen, weil auch die Entscheidungen, die es da noch gibt, das sind so kleine Sachen. Die werde ich dann offscreen für mich selber machen. Und vielleicht werde ich dann mal die anderen Enden, wenn ich da bin, mal posten, mal gucken. Oder ich werde einen Zusammenschnitt machen. Vielleicht, dass ich doch mal das Ganze aufzeichne, aber dann die Entscheidungen, die anders sind... Dann zusammenschneiden, tue und dann vielleicht mal als Bonus ranhängen werde. Mal gucken. Ja, wie gesagt, einfach nur geil, der Film. Oder das Spiel. Und sowas. Da habe ich noch einen so in der Richtung. Auch von demselben Studio hier von Wales Interactive. Nennt sich The Bunker. Das habe ich schon länger auf Platte liegen. Aber ich kam nicht dazu, das Spiel zu spielen. Ist auch so in der Art, nur das ist diesmal ein bisschen horrormäßig angelehnt. Das wurde übrigens vor diesem FMV rausgebracht. Das mache ich auch mal demnächst. Aber jetzt nicht sofort. Und sowas möchte ich öfter mal machen. Also ich mag sowas. Ich mag diese Spiele. Besonders hier mit Echtsequenzen, alles mit echten Schauspielern.
Einfach nur geil, sowas. So, aber wie gesagt, es gibt ein paar Ungereimtheiten jetzt, wenn man merkt, wenn man andere Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel, wie kam jetzt der eine Typ, der da die 5 Meter runtergefallen ist, wie ist er dahin gelaufen, hat ein Taxi gerufen und woher wusste Matt eigentlich, dass er 5 Meter runtergefallen ist? Beim anderen Mal war es ja klar gewesen, da haben wir es ja mitgekriegt. Aber jetzt, keine Ahnung. Weil das sind dann so Ungereimtheiten. Oder dann, wo plötzlich mir Ling meinte, dass ich dann 25% von dem Lohn abkriege. Ne? Dabei haben wir nichts ausgehandelt gehabt. Ja. Gut. Das war's. Das war Late Shift. Wir gucken uns eben nur an, was wir jetzt alles noch freigeschaltet haben. Sache. Einfach nur geil, das Ding. Einfach nur geil. Und man fühlt sich so richtig drin. Man ist so richtig drin in dem Spiel, in dem Film. So, und jetzt habe ich... So, wie gesagt, wir haben 2 von 7 Enden frei. Ein Kapitel fehlt noch. Entscheidung haben wir diesmal getroffen 52, also 2 weniger als letzte Mal. Insgesamt, also ein Kapitel fehlt noch. Bin mal gespannt, welches Kapitel das eigentlich sein soll. So, Ende frei. 5 Enden haben wir noch zur Auswahl. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, ich mache da kein Let's Play mehr draus. Vielleicht, wie gesagt, ein paar Bonusfolgen, wo ich dann die Entscheidungen, die wir vorher nicht getroffen haben, mal eben so ein bisschen zusammenschnibbeln werde. Und dass wir dann so mal uns dann mal vielleicht als Bonus mal die 7 Enden angucken können. Weiß ich allerdings noch nicht. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt ja mal im Kommentar schreiben, ob ihr vielleicht noch mal einen dritten Anlauf sehen wollt mit diesmal ganz anderen Entscheidungen und vielleicht ein anderes Ende. Ja, ansonsten sag ich mal danke fürs Zugucken, danke fürs Mitfiebern und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play mal was anderes. Vielleicht bei OMSI 2 oder bei Train Simulator, bei Need for Speed Underground, Most Wanted meine ich 2005 oder eines von meinen Technikvideos wie den Festplatten. Theodon von Festplatten. So, dann sag ich mal danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann später wieder. Also bis dann. Tschüss.